Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed, Leute. So, ich habe jetzt doch nochmal die Quest gemacht mit dem gefangenen Typen da am Fluss und ja, war gar nicht so schlecht, weil ich musste eigentlich nichts mehr machen. Ich hatte schon den seinen Gegenstand, was er wollte, bei mir. Den habe ich anscheinend schon irgendwo mal gefunden gehabt in einer Unterwasserhöhle. Und er ist jetzt Besatzungsmitglied von unserem Schiff. Also, gut, da ich es doch nochmal gemacht habe. Dann würde ich sagen, ab zum Aussichtspunkt. Und hier ist dann fragezeichenmäßig erstmal soweit alles erledigt. Also hier mit dem, was ich jetzt schon aufgedeckt habe. Ich denke mal, da wird jetzt dann gleich noch was kommen. Mach doch mal. Gipfel des Idee. Ist auch eine kleine Stadt. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Fragezeichen. Wir haben hier unten mehrere Fragezeichen. Und einen Aussichtspunkt. Also würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin und dann gehen wir schnurstracks hier runter, würde ich sagen. Keinen Fallschaden mehr haben. Geil. Wir müssen unbedingt mehr Holz sammeln, dass wir unser Schiff mal komplett upgraden können. Oh, schon wieder. Verschollener minorischer Schrein. Okay. Ich habe schon gedacht, das ist eine komische Festung oder sowas. Zwei Gefangenenbefreiung. Da ist ja gar keiner drin. Ich bin gefangen! Nee, ehrlich. Ich verdanke dir mein Leben. Mögen die Götter über dich wachen. So, die nächsten Fragezeichen sind in dieser Richtung. Schauen wir nochmal, dass es wieder andere sind. Jo, schaut gut aus. Haufen Fragezeichen. Gespannt, was das ist, weil da gleich so viele sind. Eine neue Rüstung wäre aber nicht schlecht, also zumindest mal ein Helm oder so. Gescheiter. So, wir haben einen neuen Ort entdeckt, auf jeden Fall schon mal.
Ah, okay, so eine. Da oben wird. Okay, dort hinten auf der Fahne oder was? Da gibt es auf jeden Fall viel zu tun, glaube ich. Questies. Söldner wie du sind hier nicht erwünscht. Schmalzer. Ja, komm, ich helfe dir. Was fehlt dir? Seelenfrieden und Rache. Kannst du mir das verschaffen, Söldnerin? Wir geben dir alles Geld, das wir haben. Ja, 20 Drachmen. Erst brauche ich mehr Informationen. Die Anhänger des Ares brennen unsere Dörfer nieder und nehmen unsere Familien mit, um sie zu opfern. Diese Malakes machen in der ganzen griechischen Welt nur Ärger. Genau deshalb sollen sie so leiden, wie wir gelitten haben, damit die Lebenden ihren Frieden finden und die Toten gerecht werden. Mein Speer gehört euch. Danke, Söldnerin. Du ahnst ja nicht, wie viel uns das bedeutet. Ich muss wissen, wo die Ares-Anhänger sind. Die Anhänger des Ares leben in Höhlen rund um die Gebirge von Zeus' Kinderstube. Oh, also ewig weg. Ich treibe sie raus. Haben wir eh schon gemacht. Genau, haben wir ja schon gemacht. Die Anhänger des Ares sind jetzt bei Hades. Cool, dass es gleich zählt. Danke, Söldnerin. Wie können wir das wieder gut machen? Coole Ehe! Nichts in dieser Welt ist umsonst. Schon gar nicht meine Zeit. Ich verstehe, Söldnerin. Ich wünschte, wir könnten dir mehr geben. Oh, doch 865. Aber im Endeffekt ist nur abgeben. Aha. Dankeschön. So, wir brauchen einmal bitte den Aussichtspunkt. Der müsste gleich hier irgendwo sein. Hier irgendwo ist der. Na. Fragezeichen. Und wenn es 168, da unten sind zwei Quests. Gehen wir hier runter mal. Nee, ich mach's ja nicht mehr. Das ist das Einzige, was mich an dem Spiel nervt. Diese blöden Festungen. Also da hätten sie sich ein bisschen was anderes einfallen lassen können. Gut, dass man eine Festung macht, okay. Aber Festungen sind echt das Einzige, was mir so im Spiel nicht so gefällt. Weil es immer eigentlich immer das Gleiche ist. Bessere Preise gibt es nirgendwo. Okay, das ganze Spiel ist eigentlich immer das Gleiche, aber es ist ja doch von den normalen Quests immer wieder ein bisschen Abwechslung drin.
Schauen wir mal, einen neuen Fokus Skin haben. Haben wir schon wieder einen. Fahles Pferd. Ich kaufe die jetzt nämlich immer extra, weil ich glaube, dass da irgendwann vielleicht wieder neue kommen. Ich biete dir ein gutes Geschäft an, wenn du daran interessiert bist. Ich bin Söldnerin. Meinen Ruhm teile ich nicht. Der Ruhm gehört allein dir, das versichere ich. Ich will dich nur für einen Auftrag anheuern. An was genau hast du gedacht? Ich mache Bögen aus seltenen Materialien. Ich wurde beauftragt, einen aus hochwertigen Fangzähnen zu fertigen. Je einer von einem Luchs, einer Löwin und einem Hai. Ich könnte dir auch einen fertigen, wenn du mir hilfst. Ich besorg dir die Zähne, wenn du mir sagst, wo ich sie finde. Vielleicht habe ich die ja schon. Aber Haie haben keine Fangzähne. Das ist Wortklauberei. Fangzahnbogen klingt einfach besser. Nun, du hattest noch Fragen? Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldner. Vielleicht habe ich die ja schon. Hier. Schon vergessen, wo du nach den Tieren mit den scharfen Zähnen suchen sollst? Wenn du einen Luchszahn... Natürlich. Eine Löwin? Wo finde ich in dieser... Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldnerin. Ist doch schon gemacht, oder? Sammle seltene Fangzähne für den Schmied, habe ich doch schon. Okay, ist wurscht. Gehen wir. Hier gehen wir her. Söldnerin! Wie kann ich helfen? Der Auftrag ist gefährlich und könnte uns beide umbringen. All meine Aufträge sind gefährlich. Es geht um Macht. Die Macht Gortin zu beherrschen, indem man einen Krieg auslöst. Kriege kosten sowohl Drachmen als auch Leben. Ich kenne den Preis nur zu gut. Kriege sind verheerend. Aber es geht darum, was das Beste für Gortin ist. Und was schwebt dir vor? Ich stehe der Bule vor. Und laut unserem Kodex wählt der Rat nach einem verlorenen Krieg einen neuen Anführer. Mich. Und um die Sache ins Rollen zu bringen, sollen Köpfe rollen? Nur ein Kopf. Gerade ist ein Bote von Festus zu Besuch. Er will ohne Zweifel den Frieden mit Gortin verhandeln. Sein Tod wird dafür sorgen, dass Gortin nur eine Möglichkeit bleibt. Krieg. Und mein Lohn? Du wirst für deine Mühen angemessen bezahlt werden. Ich beginne einen Krieg für dich. Aber erst brauche ich Informationen. Bevor der Krieg ausbrechen kann, brauchen wir noch deine Hilfe, um Gortin zu schwächen. Zerstöre die Vorräte, stiehl die Reichtümer und töte diesen verdammten Boten. Ich beginne diesen Krieg für dich. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir planen das schon seit einer Weile. Besuche mich, wenn es getan ist. Da ist er. Wollen wir wissen, dass Bestellwert schon in der Nähe ist?
Hier wollen wir irgendwas erledigen. So, wir brauchen noch Schätze. Kriegsvorräte, ich denke mal, dass hier oben auch was sein wird. So, einmal Kriegsvorrat bitte. Draußen ist doch aber auch nichts mehr, oder? Da oben. So. Wenn das auch passiert, dann schauen wir doch gleich mal. So, wir haben hier unten was. Ah, das ist der Anführer, oder? Unentdeckter Anführer. Geschwächter, da müssen wir da runter, das hilft nicht. Da wird zwar nicht easy werden. Probieren wir einfach mal, vielleicht können wir so ein bisschen reinschleichen.
schläft anscheinend. Alle Hinweise der Kultistas. Was? Alle Hinweise? Nein, nicht alle Hinweise. Ah, für einen Kultisten habe ich alle Hinweise entdeckt. Ich werde ein Sohn des Kosmos sein und der Kult meiner Familie. Schauen wir dir. Okay, das müssen wir weiter weg. Aber wir haben schon wieder mal einen Kultisten aufgedeckt. Okay, dann haben wir die Quest erledigt. Erledigt. Gortin ist schwach und bereit für eine neue Führung. Reise die Götter. Hier ist eine Belohnung für dich. Nach dem Krieg wählt die Bule einen neuen Anführer. Jetzt ist der Anführer, ich dreh durch. Schon vergessen, wo du nach... Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldnerin. Ja, wo sagt er mir das jetzt? Beschaffe einen Löwenfangzahn. Ja, ich glaube, das hole ich mir unterwegs irgendwo. So, wir haben jetzt hier aktuell... Wo ist sie abgeschlossen? Und... Da haben wir auch alles. Heil wird es hier draußen geben. Bliblablub. Wir schauen uns die Quest hier an. Oktopusbucht. Da gehen wir dann auch nochmal hoch. Ich denke, dass uns die Dinge ganz alleine in den Schoß fallen werden. Löwenlux Heizahn. Das kann ja so schwer sein. Was besorgt dich, alter Mann? Ich sterbe, Söldnerin. Ich fühle es in den Knochen. Doch ich muss noch etwas erledigen. Wirst du einem alten Mann dabei helfen? Ich gebe dir dafür, was ich an Geld noch habe. Ich schlage dir deinen letzten Wunsch nicht ab. Worum geht es? Ich versprach meiner Frau, ich würde sie eines Tages zum Gipfel des Berges in Zeus Kinderstube bringen, um ihr die roten Blumen zu zeigen. Dort hat man eine wunderbare Aussicht. Doch sie traf den Fährmann vor mir, Söldnerin. Ich konnte mein Versprechen nie einlösen. Immer kam etwas dazwischen. Verstehst du? Kinder, der Krieg und so viel mehr. Hättest du dich mehr angestrengt, hätte sie sie vielleicht gesehen. Das sage ich mir jeden Tag. Nun, was genau soll ich für dich tun?
Du musst für mich die roten Blumen auf dem Gipfel des Ide pflücken, damit ich sie meiner Frau geben kann, wenn ich in den Hades gehe. Ein paar würden reichen. Bring sie mir. Ich werde hier auf dich warten, Söldnerin, und mir bleibt nicht viel Zeit. Ich verstehe. Ide ist das höchste Kommissar bekannt. Die Blume wechseln für Ide, das heißt Kinderstube. Gehen wir jetzt wieder den Weg zurück, oder was? Meine Fresse. Ide wird hier irgendwo sein, oder? Gipfel des Ide, ja. Hier könnten wir hinporten. Machen wir jetzt auf. Wir porten hier rüber und dann gehen wir dann später hier runter. Und geben dann hier die Quest wieder ab. Mit System vorgehen, Leute. Tief im Süden von Pefki. Genau, da wollen wir eigentlich mal hin. Das muss der Ort sein, von dem der Alte sprach. Da sind sie. Die Blumen. Die Blumen. Ich sollte schnell zurück zu dem alten Mann. Na. Immer langsam mit den roten Pferden. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. In die Oktopusbucht. Den haben wir schon gemacht, den Schrein. Tempel des Poseidon. Den Göttern sei Dank. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Stürme und die ungebändigte See haben uns heimgesucht. Poseidon ist erzürnt. Habt ihr es mit einem Opfer versucht? Ein einfaches Opfer wird ihn nicht besänftigen. Wir müssen ein Ritual durchführen. Doch das geht nicht ohne die zeremonielle Axt. Klingt, als müsstet ihr die Axt für Poseidon finden. Ich brauche sie nicht für Poseidon, sondern den Schwertfisch. Schwertfisch. Wer ist das?
Er will, dass wir jeden Monat dieses Ritual durchführen. Er allein gebietet über den Fischmarkt. Mehr kann ich nicht sagen. Niemand spricht über den Schwertfisch und kommt damit davon. Und wenn ich darauf bestehe? Dann bestehe ich darauf, dass du mir die Axt bringst. Du bestehst darauf? Nein, ich erbitte es. Und natürlich wirst du ausreichend Drachmen für deine Hilfe erhalten, Söldnerin. Weißt du, wo die Axt jetzt ist? Bei Banditen. Östlich der Stadt ist eine Höhle. Wenn du dem Weg entlang der Küste folgst, wirst du sie sicher finden. Ich sehe mal nach. Und schwing sie nicht. Sie ist wichtig, eine zeremonielle Axt. Okay. Octopus muss mit Sarah überführen, über den Banditen. Okay. Also, Octopusbucht. Östlich von Hieraklon. Hierakleon. Wo ist Hierakleon? Wir könnten mal dieses Fragezeichen machen und dann hier runter gehen. Und dann schauen wir mal, ob wir dort das finden. Damit zeigt sich das Hieraklion nicht an. Höhle östlich von Hieraklion. Das wird auf jeden Fall hier im Osten sein. Schon. Da wären wir. Und aufpassen, ist auch ein Söldner. Jetzt packt's aber rum hier, was ist denn los? Das muss die Axt sein. Sieht nicht aus, als wäre sie zu gebrauchen. Hier müssen wir aber einen Anführer töten. Thank you.
erledigt. Da gehen wir da noch nicht hin. Ich würde sagen, klappern machen wir hier erstmal fertig. Man kann die ihre Real abhalten. Dann würden wir sagen, machen wir da unten weiter, an der Küste direkt. Brauchst du noch etwas, um die Axt zu finden? Wer ist dieser Schwertfisch, den du beeindrucken willst? Er bringt mich um, wenn ich rede. Ich töte dich, wenn du schweigst. Der Schwertfisch hält den Fischmarkt in seiner eisernen Hand. Die Fischer müssen Gebühren zahlen. Wenn nicht, verfüttert er sie an die Haie. Verrate mir, wo ich den Schwertfisch finde. Erst letzte Brache. Die Axt bringt mir auf der Agora gutes Geld. Du kannst sie nicht verkaufen. Gib sie zurück, ich zahle. Nimm alles, was ich habe. Die Axt ist dein Eigentum. Nimm sie. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Danke, ich schulde dir mein Leben. Was ist denn da unten? Jagdhund. Jagdhund. Jagdhund, okay. Schauen wir mal zu den Fragezeichen. Was ist hier los? Epische Hühner oder was? Alter.
So, okay. Dann hätten wir schon mal den Haifischzahn. Das ist auch ein großer Heiler, hä? Ein Boss. Okay, da hinten 218 Milli. Was ist dort hinten? Was ist denn das für ein Ding? Wollen wir da mal hintauchen? Ein Boot oder das haben wir hier nicht, oder? Oh, da hinten ist ein Segelboot. Ich glaube, mit dem Boot wäre es ein bisschen sicherer. Obwohl mich die, glaube ich, eh nicht angreifen, wenn ich an der Wasseroberfläche bin. Ich glaube, die greifen nur an, wenn du tauchen tust. Schatz plündern. Ich glaube, das gehört schon gar nicht mehr zu der Aufgabe. Sunkene Tempel, hier muss irgendwo was sein. Schauen wir uns hier auf der Insel noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Schönes. Was nicht so aussieht.
scheint nicht so zu sein. Nee. Okay, dann würde ich sagen zum Boot. So, was können wir jetzt machen? Wir bräuchten noch den blöden Luchs und den blöden Löwen. Hänseliger Tauchgang. Wir könnten hier vielleicht mal her. Und dann hier rüber. Was will die denn jetzt noch hier? Sprich mit der Hetäre. Okay. Das ist ja okay. Ich würde sagen, wir gehen hier rum und dann darunter. Da muss ich aufpassen, dass ich mich angreifen dann noch. Was ist hier noch bei den Haien? Hänseltopf, es geht in eine Höhle rein. Wo soll der Schatz hier sein? Ist doch aber nichts. Ah. Unterwasserhöhle. Wahrscheinlich vom Haus aus. Wo wenn hier runterkommt. Boah, was ist hier los, ey? Schieße nicht auf, da sind nichts drin. Ist der Schatz. Cool. Ich werde mal schauen, ob wir einen neuen Skin bekommen. Neue Pegasus. Na ja. Na, lassen wir mal drinne. Das finde ich geil, so mit so Unterwassereingängen oder so. Okay. So, dann wollten wir zur Bucht. Zur Bucht. Und dann machen wir hier gleich weiter. Genau.
Okay, schon abgefrühstückt. Fangen und freilassen. Was ist denn los, hä? Was ist passiert? Mein Mann wird vermisst. Er ging gestern zum Fischen nahe Anaffe und kam nicht zurück. Dein Mann ist ein schlechter Fischer, wenn er auf dem Meer nicht auf sich achten kann. Er ist ein großartiger Fischer. Es geht um etwas anderes. Was? Piraten. Sie wurden erst kürzlich gesichtet. Ich sag ihm, es sei zu gefährlich, aber wir brauchen das Geld, um den Schwertfisch zu bezahlen. Ich rette deinen Mann, aber nicht umsonst. Bitte, ich treibe das Geld auf. Bring ihn nur zurück. Ich suche nach deinem Mann. Wo fange ich am besten an? Sein liebstes Fischgebiet befindet sich bei der Westküste von Anaffe, nördlich von hier. Wenn er lebt, finde ich ihn. Boah, 1400 Medi. Ist er da drüben, oder? Auf der anderen Insel. Alter, ist er eine Verarsche. Okay, wir können eigentlich schon dorthin porten. Warte mal, wenn wir jetzt dorthin porten, den aktualisieren, können wir wieder zurückporten. Ja, das machen wir schnell, komm. Gut, dass wir das schon freigeschaltet haben. Genau aus wegen solchen Gründen will ich immer so viel wie möglich freischalten an Aussichtspunkten. Kann ich mir das nämlich sparen, dass ich darüber schipper. Ich weiß, muss ich auch wieder zurückschippern müssen. So, da ist unten. Boah, schaut schon geil aus, ey. Vulkaninseln. Vulcan Beach. Hier kann man baden gehen. Hier sind doch auch Luchse rumgerannt. Wenn ich mich noch recht dran erinnere. Vorerfahren östlich von Misara. Piraten wurden im Südwesten des Aschehügels aufgefahren. Ist er hier? Zum Westrand. Ja, das wird hier sein. Da ist er. Der hat sogar ein Boot dabei. Oder? So ein Segelboot, aber mit dem werden wir nicht rüberkommen. Oh. Deine Frau hat mich geschickt. Poseidon sei Dank. Die Piraten warten auf die Flut, um anzugreifen. Wir müssen sofort weg. Ich bring dich zurück nach Herakleion. Bin direkt hinter dir. Der Fischer ist auf deinem Schiff. Kriegvogel. Der ist eh schon dann da. Der Fischer ist auf deinem Schiff. Ernsthaft. Okay, wir könnten eigentlich hier porten, das Schiff rufen und dann wäre er eh schon hier.
Bin gespannt, ob das funktioniert. Normalerweise müsste es funktionieren. So. Dann gehen wir mal zu unserem Boot. So, mit mir Ziel, Beach. Wo ist der jetzt? Jetzt gehen wir mal zu ihr, vielleicht ist er schon da. Okay. Ich schulde dir so viel. Wie kann ich dir je danken? Meine Dienste sind kostspielig. Ich, natürlich. Du bist jede Drachme wert, keine Frage. Ich hätte mehr, doch weißt du, der Schwertfisch hat seinen Teil bereits eingetrieben. Ich sehe mir die Gewässer bei dem Leuchtfeuer an. Okay, Leute, da würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause an der Stelle. Oder komm, wir geben noch schnell die Quest ab. Bei dir hier oben und dann machen wir danach eine Pause. Kann ich dir bei etwas behilflich sein? Ich weiß, dass du den Höker getötet hast. Verflucht nochmal! Ja, schon lange her. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wenn du meinen Verlobten nicht getötet hast, dann finde das Schwein, das es getan hat. Ich will, dass du losziehst und diesem verfluchten Söldling die Kehle durchschneidest. Und lass mich raten, du willst, dass ich ihn töte. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber der Söldling muss sterben. Du weißt es noch nicht? Das wurde schon erledigt. Von mir. Du hast mir mehr geholfen, als du ahnst. Danke. Ich habe jemanden wie dich gesucht und biete dir eine Chance, die Welt zu sehen, wenn du dich meiner Besatzung anschließt. Ich sah mich nie als Seefahrerin, aber ich wollte schon immer die Welt sehen. Ich komme mit dir mit. Okay, wir haben ein bisschen angelogen, aber ist egal. Was haben wir denn hier? Das ist doch scheiße. Können wir die zerlegen? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause an der Stelle und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich will auf jeden Fall noch die blöden Löwenzähne und die Lux-Zähne irgendwo kriegen, dass wir die Quest auch abschließen können. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine Questrunde, geben alles ab. Wir haben ein bisschen was abzugeben. Vor allem oben mit den Blumen können wir abgeben. Oh, und dann schauen wir, ob wir vielleicht bis dahin die Löwen und die Luxe noch kriegen. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.